So, denn meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zu. Wir schauen uns jetzt eine Reaction an. Wir haben ja so einen schönen Kanal. Und zwar hier bei uns am Discord gibt es hier nämlich den Bilder und Videos. Da haben wir übrigens ja auch eine Bilderstrecke drin. Von jeden Tag hier in Neustadt. Wir sitzen gerade hier in der Kasse in Neustadt an der Weinstraße im Kinderkarussell. Sind gerade zwei Kinder am Fahren, drei Kinder am Fahren. Und chillen hier noch ein bisschen nebenbei, ein bisschen Stream laufen, ein bisschen mitlaufen. Da das ein Kinderkarussell ist, haben wir natürlich die Kamera nicht nach außen gemacht, ne? Weil bei Kinderkarussell muss das nicht sein. So Schießbude ist was anderes, da sind das größtenteils Erwachsene oder schon größere Kinder, die damit was anfangen können. Aber bei kleinen Kindern, da muss das ja nicht sein. So, so viel dazu. Also wir ziehen uns jetzt hier das Video hier rein. Ich habe es hier schon mal aufgemacht. Die Arbeit eines Schaustellers, hat der Raver vorgeschlagen, ist gerade mal 6 Tage alt, also ein frisches Video. Ich bin mal gespannt, kennt's nicht, keine Ahnung, um was es geht. Es wurde auf jeden Fall vorgeschlagen. Ich will sagen, wir starten einfach mal rein. Das ist eine Lebenseinstellung. Man muss damit eigentlich aufgewachsen sein. Scheint irgendwie so ein Kurzvideo zu sein, einfach nur so ein grober Einblick ins Schausteller-Dasein oder wie es scheint, ne? Kommt mir so vor. Früh aufstehen, dann morgens direkt anfangen. Als erstes wird sauber gemacht. Bei uns darf man auch keine Höhenangst haben. Stefan. Vor allem darf man auch kein Sicherungsgeschirr haben, hat auch keiner von uns, ne? Das Schlimme ist ja nicht die Höhe, sondern dass du ungesichert in dieser Höhe meistens arbeitest. So, gerade drauf. Die Arbeit eines Schaustellers. Randy Filder und Caroline Spangenberger rollen mit ihrem Musikexpress auf den Kaiserslauterer Messeplatz, wo in 10 Tagen die Oktoberkerwe beginnt. Ist das jetzt aktuell? Also ist das jetzt, das ist ja theoretisch noch gar nicht so lange her, oder? Aufbau, Musik ist bei Kaiserslautern, okay, viel steht da nicht drin, oder? Ja, perfekt. Die Infobox mit sehr viel Info, perfekt. Nachdem Pack- und Wohnwägen an ihrem Platz stehen, kann der Aufbau beginnen, indem der Dachstuhl ausgeklappt wird. Jetzt darf schon fällt, was halt. Komm Sus. Sus, Alter, das Rumänisch. Bevor die Dachplane auf den Dachstuhl kommt, werden alle Stangen kontrolliert. Wenn alles passt, wird die Dachplane ausgebreitet, gespannt und mit unzähligen Karabinern befestigt. Oh, Dachplane rollen, ne? Vom Autoscooter. War auch immer, ja, es ist halt normale Arbeit, die dazugehört, aber man merkt schon, wenn man Aufbauten hat, wo man das nicht mehr machen muss, ist das schon geil, so wie bei dem anderen Autoscooter. Oder wie bei dem neuen Clip-Klapp-Karussell. Ist auch viel angenehmer, wenn man da einfach nur den Dachstuhl hochklappt, so mäßig. Oder bei dem neuen Autoscooter, bei dem Zweisäule einfach nur ausfährt. Feinste Elektronik. Die Elektrik vom Dach. Unser Licht vom Dach. Ist hier drin. So. Scheinwerfer sind hier markiert. Siehst du, das ist 14A. Das ist hier überall im kompletten Dachstuhl. Da kommen dann die ganzen Scheinwerfer hin. Hier kommen meine Moving jetzt hin. Hier bei der Markierung. Bei uns ist das nie so wirklich angegangen mit so viel Lichttechnik oder sowas haben wir. Beim Autoscooter jetzt langsam, aber ich glaube auch wegen meinem Bruder, dass da jetzt so ein bisschen mehr, aber so vom Vater aus ist da was so Lichttechnik angeht, nicht viel passiert immer. Das ist immer relativ basic gewesen. Und der Vater ist halt Oldschooler, ne? So da passiert in die Richtung halt nicht so viel. Selber darf man nichts machen, ne? Wenn ich jetzt sagen würde, ey, komm, wir holen jetzt mal hier, bla bla bla. Nee, was soll der Scheiß? Was soll der Scheiß so? Wäre so die Aussage, ne? Du kannst es halt nur mit deinen eigenen Geschäften machen. Ich meine, beim Schießwagen habe ich ja zum Beispiel ein bisschen gemacht halt, ne? So, von daher. Ja. Und sonst eigentlich?
Der Dachstuhl ist... Ich habe es geliebt, als Kind immer auf dem Dachstuhl rumzuturnen vom Autoscooter. Da bin ich dann immer in der... Zwischen den Stangen, zwischen den Trägerstangen ist ja weich, sag ich jetzt mal. Ne? Also da hält ja die Plane das. Und als Kind konntest du halt da drauf rumlaufen. Als Erwachsener nicht, da musst du natürlich aufpassen, dass das nicht durchreißt oder so. Aber als Kind konnte man da drauf rumturnen. Dann bin ich immer so hier so hochgeklettert und bin dann wie so eine Rutsche so da runtergerutscht. Auf dem Autoscooterdach. Kindheit. Ist soweit fertig. Das bedeutet, jetzt wird die Front angebracht, welche später mit tausenden LEDs zum Leuchten gebracht wird. Nächste. Bei uns darf man auch keine Höhenangst haben. Pass auf, die Lampen! Höhen, natürlich, macht immer Spaß. Aber du hast auch mal einen Tag, da denkst du dir so, muss ich heute? Wenn es nur ein Tag wäre. Meistens, also ich finde, es ist eher so phasenweise. Ich finde es, also klar, manchmal ist es auch so ein Tag, aber ich habe immer so, am Anfang der Saison habe ich immer Bock und am Ende der Saison habe ich immer keinen Bock. Weil dann irgendwann dieses jeden Tag und kümmern, sich immer um alles kümmern zu müssen, das saugt einem richtig die Lebensenergie raus. Ich finde so Ende der Saison, dann bist du einfach... Dann brauchst du einfach mal wieder ein paar Tage, ein paar Wochen deine Ruhe von dem ganzen Trubel. Damit du auch dann wieder frisch in die Saison starten kannst, ne? Weißt du, wenn das Bett so kuschelig ist. Aber eigentlich immer. Das ist ja meine Zukunft. Jetzt wird alles verkabelt und angeschlossen. Oh, kriegst du ihn reingezittert. Der Test, ob alles so funktioniert, wie es soll, muss aber noch warten. Kein Strom. No Strom. Geschäft. Das ist schlecht. Aber es ist ein schöner, sauberer Stromkasten. Ist das vom Geschäft selber oder ist das jetzt der von der Stadt mäßig? Der von der Stadt, oder? Gelöst, ne? Mit Fehler. Einfach ein anderes Kabel gelegt. Ein Kabelschlag weg oder was? War ich irgendein Kabel locker? Da der Strom jetzt läuft, kann endlich der Dachstuhl ein Stück nach oben gefahren werden. Hier hinten die drei Knöpfe. Auf dem einen kann ich hochfahren, hier kann ich runterfahren, hier kann ich stoppen. Und hier habe ich die verschiedenen hoch, runter, nur für die einzelnen Motoren. Manchmal muss der Aufbau auch unterbrochen werden. Randy und sein Team sind auf dem Weg, einem guten Freund bei seinem Geschäft zu helfen. Das ist doch mein Nachbar von gegenüber, oder? Der mit dem Münzschieber. Kommst du? Ja. Stefan, wieder hier rüber. Dass er jetzt im Kram ist, um dir zu helfen, ist schon was Schönes. Hallo? Nee, das ist der nicht. Aber der sah dem ähnlich, ne? Sah dem tatsächlich sehr ähnlich. Ich dachte, das wäre der von gegenüber. Könnte vielleicht auch, am Ende ist es sein Bruder oder so, oder ein Cousin oder so. Ist was Schönes, würde aber auch anders nicht gehen. Weil jetzt hier mit meinem LKW einfahren, das haut nicht hin, dafür ist es zu eng. Das, anders geht's nicht, ne? Eine Hand durch die andere. Jetzt, wo Saschas Geschäft richtig steht, kann der Dachstuhl endlich ganz nach oben gefahren werden, damit die restlichen Deko-Elemente angebracht werden können. Stopp. Sexy Bauarbeiter Dekolleté. Maschallah. Ja? Ja?
Jetzt müssen nur noch die Schienen verlegt und die Achsen angebracht werden, damit der Nur noch. Das Ding ist, man sieht ja gar nicht in dem Video, was für eine Arbeit das eigentlich ist, das dieses Geschäft aufzubauen, ne? Es ist so richtig durchgeskippt. Also das Video gibt eher so das Gefühl, dass das relativ, das Ding ist doch in so einem halben Tag ist das doch aufgebaut. Erste Testlauf starten kann und die Gondeln zusammengebaut werden können. Aber sieht schön aus, das Geschäft. Schöne Beleuchtung. Alles funktioniert. Ja, sieht gut aus. Schön, wenn alles läuft, ne? Gibt so richtige 80er-Vibes, gell? So 80er-Disco-Vibes. So diese Flair-Beleuchtung. Bevor es losgehen kann, müssen noch die alltäglichen Aufgaben erfüllt werden. Ja, das tun wir jeden Morgen. Früh aufstehen. Dann morgen direkt anfangen. Als erstes wird sauber gemacht, dann tun wir hier unten die Zahnkranz, den Zahnkranz abschmieren. Ja, dann tun wir die Splinte kontrollieren, überall die Schrauben nachdrehen. Das gehört morgens immer dazu. Jetzt kann es endlich losgehen. Nach dem traditionellen Eröffnungsfeuerwerk kann die 10-tägige Kerwe beginnen. Wollen wir schneller? Ja! So, Freunde, komm, dann drehen wir die Kiste mal ein Stückchen auf. Jetzt ist noch eine. Danke. Mach mal, ich bin im Fernsehen. So zum Betreiben sind so Fahrgeschäfte immer cool, ne? Also so an sich in der Kasse sitzen und Fahrgeschäfte betreiben, wenn natürlich Betrieb ist, ne? Wenn natürlich kein Betrieb ist, hast du auch keinen Spaß in der Kasse zu sitzen. Man muss natürlich schon Betriebe an sich so betreiben, also am Wochenende und so, macht das schon Spaß. Aber ja, Fahrgeschäfte gehört halt viel drumherum dazu, ne? Viele sehen das ja nur als Beruf, das Schaustellerleben. Das ist ja eigentlich, für mich ist das kein Beruf, es ist eine Lebenseinstellung. Man muss damit eigentlich aufgewachsen sein. Weil wird ja nicht viel gesagt hier in dem Video, ne? Kann man ja gar nicht so viel reagieren. Das Ding ist, wie soll ich das sagen? Es ist eine Lebenseinstellung, ja, es nimmt halt dein ganzes Leben ein, der Job. Das heißt, dieser Job wird zu deinem Leben und dann ist es auch irgendwo, ja, eine Lebenseinstellung, die man dann haben muss, das machen zu können oder machen zu wollen. Weil, keine Ahnung, das ist so ein Everyday-Job. Ist das deine Sache? Und auch wenn du nicht irgendwie privat unterwegs bist oder irgendwas machst. Beispiel ist, wir waren jetzt auch wieder im Disneyland und dann hast du trotzdem immer irgendwelche Sachen, immer Momente, wo du immer was für die Arbeit machen musst, an die Arbeit denken musst, für die Arbeit irgendwas klären musst, ne? Irgendwie nochmal schreiben oder nochmal irgendwo anrufen. So, es gibt nur das. Also dein Leben dreht sich dann um das. Das ist halt krass. Ich habe in den 2 Jahren Corona, haben wir alle gemerkt, wir Schausteller, wo wir nur daheim waren, das war nichts für uns. Wir wollten nach draußen. So schnell die Kerwe angefangen hat, ist sie auch schon wieder vorbei und der Abbau beginnt. Während die Besucher das Abschlussfeuerwerk genießen, fangen Randy und seine Truppe schon mit dem Abbau an. Hier, hallo.
Stopp! Jetzt heißt es, keine Zeit verlieren. Bis zum nächsten Mittag muss das Geschäft den Platz verlassen, damit sich Randy um den Mandelwagen kümmern kann, der in nur ein paar Tagen nach Karlsruhe auf den Weihnachtsmarkt muss. Stefan, du musst schon hier rein, gell? Komm. Bitte. Stefan. Auf, Stefan, rum jetzt hier. Ich frage mich immer so bei so Momenten, ob die Kollegen jetzt wirklich so sind oder ob die ohne Kamera mehr rumschreien würden. Weil meistens ist der Ton ja doch ein bisschen rauer und ein bisschen direkter. Und das sieht man in den Videos oft nicht so. Weiter. Stefan, komm zurück. Alex. Kiste. Am nächsten Morgen nach 3 Stunden Schlaf wird die restliche Dachplane eingepackt und der Dachstuhl eingeklappt. Was ist das? Ist das so schwer? Dem auch die letzten Utensilien verlastet. Ist das ein Motor oder was war das? Nicht genau erkannt, weil die das so da mit der Winde hochgemacht haben. Geht es für den Musikexpress auf das Firmengelände nach St. Wendel, wo er in einer Halle wie jedes Jahr grundgereinigt und gewartet wird, damit er bereit ist für die nächste Saison. Dafür, dass der von 73 ist, sieht er gut aus. Gut in Schuss gehalten auf jeden Fall. Da merkt man mal, ne, wie andere Schausteller Liebe in ihren Geschäften lassen. War bei uns nie so der Fall. Für so Aufnahmen brauche ich auch eine Drohne. Nienchen, guck, das ist das, was ich meinte. Deswegen brauche ich eine Drohne. Guck mal, was für geile Aufnahmen man da machen kann. Ja, weiß nicht, so inhaltsmäßig war es jetzt gar nicht mal so viel. Aber an sich ein cooles Video. Lass mal einfach mal ein Like da.